Es ist Zeit, einen Rückblick auf die vergangene Woche zu werfen. Und der FX-Freak Ken schließt sich uns wieder an. Die Weltaktienmärkte sind letzte Woche unter Druck geraten. Was bedeutet dies für die Forex-Märkte? Letzte Woche hat weltweit ein massiver Ausverkauf an allen Aktienmärkten stattgefunden. Dafür gab es eine Reihe von Gründen, die man zur Kenntnis nehmen sollte. Weltweit hatten wir einen außerordentlich langen Anstieg gesehen. Und wie man sagt, was gestiegen ist, muss zurückgehen. Deshalb fand die aktuelle Gewinnmitnahme statt. Es ist bloß ein Retracement nach einem langen Anstieg. Es ist auch zu beachten, dass alle wichtigen Notenbanken der Welt ihre Geldpolitik zu ändern beginnen. Die meisten Länder beginnen Zinsen zu erhöhen und Konjunkturprogramme zu drosseln. Klar sind diese Schritte für die Aktienmärkte von Nachteil. Und dies sind die glaubwürdigen Gründe für die aktuellen Entwicklungen. Für die Devisenmärkte bedeutet dies Folgendes. Wenn Vermögenswerte vom Markt zurückgezogen werden, legt man diese Gelder in sichere Häfen an, um drastische Einbrüche zu vermeiden. Deshalb zeigt der Yen eine überdurchschnittliche Leistung und auch der Dollar erholt sich nach und nach, sodass die Verluste von Anfang 2018 teilweise kompensiert werden. So würde ich die aktuellen Entwicklungen am Devisenmarkt erklären. Letzte Woche hat die Bank von England ihre Zinsentscheidung bekannt gegeben. Wie hat das Pfund reagiert? Eigentlich hat die britische Notenbank ihre Geldpolitik nicht geändert. Aber ein Kommentar stach sich wirklich heraus. Sie brauche einen schnelleren Zinsanstieg als zuvor geglaubt. Dies ließ das britische Pfund weltweit in die Höhe schnellen. Die Wirtschaftsprognosen wurden aufgestuft, was dem Pfund einen zusätzlichen Schub verlieh und es sprunghaft ansteigen ließ. Die Investoren sollten Carneys Hinweis im Hinterkopf behalten, dass künftige Zinsentscheidungen völlig auf Brexit-Entwicklungen angewiesen seien. Zwar wurde der Deal im vorigen Jahr abgeschlossen, aber es war nur noch ein Übergangsdeal. Das Pfund wird weiter anziehen, denke ich mir. Und für das Cable stelle ich Marke 1,50 für dieses Jahr in Aussicht. Für Kryptohändler war es eine wahnsinnige Woche. Was kommt demnächst? Wahnsinn, die Kryptoschaukel geht nur so auf und ab. Die Auf- und Abschwünge waren enorm. Anfang der Woche haben die SEC und die CFTC Anhörungen im Bankenausschuss des Senats angekündigt. Dies verursachte eine Panikwelle. Die Leute dachten, oh mein Gott, jetzt wird eine Aufsicht oder ein straffes Gesetz eingeführt. Aber nichts dergleichen. Die Parlamentarier wollten nur mehr über den ICO-Markt wissen, wie all die Scams und die Betrüger zu bekämpfen sind. Und die waren sehr wohlwollend eingestellt. Die Scams dämpfen wirklich unseren jungen Enthusiasmus. Und der Senat wollte die Kryptowährungen nur unterstützen. Und daraufhin haben wir eine große Erholungsrallye gesehen. Der Markt hat erleichtert aufgeatmet. Aber ehrlich gesagt denke ich nicht, dass die Volatilität zu Ende ist. Der Markt legt eine Pause ein, um sich die weitere Entwicklungsrichtung zu überlegen. Das war's für die wöchentliche Rückschau. Ken, danke für den Beitritt und danke für das Zuschauen.